dann vielleicht angenehme Träume. So, jetzt erstmal mit die beiden Schaufeln hier weg. Andere nachliefen oder wäre so ein Inventory nachzieh Nachfüller ziemlich praktisch. Aber ich weiß nicht, wie man das spielt in dieser Version. Ich weiß gar nicht, ob es eine Version gibt. Von dem her geht auch ohne. Das geht definitiv. Hier die Höhle oder was noch oder sowas eigentlich ist. Und jetzt. Boah, Wahnsinn, das ist schon. Dieses Terrassenfeld wird sehr gigantisch. So grob gesagt. Ich weiß nicht, ob gigantisch untertrieben ist, aber. Es wird groß. Es wird unglaublich groß. Da sieht man wieder die. Ich finde, auch der Bergton sieht schon schön aus. Ich glaube, diese Burg wird auch nie fertig werden. So quasi fast wie eine richtige Burg. Oh, man sieht sie nicht mehr. Sie ist außerhalb der Handeldistanz. Das ist sehr schade. Solange die Burg nicht so groß wird, dass man vom einen Ende das andere Ende nicht sehen kann, ist eigentlich alles okay. Das kann halt leider auch sehr schnell passieren, wenn ich was baue. Und mir fallen da jetzt gerade zwei Sachen an ein. Das eine war ein Stadion. Das andere könnte das hier werden. Eines andere war tatsächlich eine Altstadt aus Leben. Ich habe noch vom einen Ende das andere auch nicht gesehen. Was schon für eine sehr extreme Kurse. Hier ist ein Spitzhacken. Halb einzeln kleine Steinchen. Da war eine Fackel. Das haben wir auch wieder hinsetzen. Das jetzt erstmal weiter. Und zwar bis zum Ende. Nicht da, dass ich zwischenzeitlich hier schon einen Stein weg. Oh. Hallo Schaf.
Nee. Gut, so lang geht es jetzt auch nicht mehr. Ich sehe schon der Ende. Was ich hier anbauen will, alles. So. Weizen. Erstmal. Ist ja blöd, weil kein Geld kann ich nur sammeln momentan. Und wer ist noch? Ach, Zuckerrohr kann ich anbauen. Aber das machen wir dann anders. Vor allem, das machen wir nicht hier auf dem Feld. Nein. Zuckerrohrfarm macht man anders. Die werde ich auch anders bauen. Aber auch sehr kritisch. Wie macht man dann auch mit Pistons? Waren wir hier noch nie drin? Auch vielleicht das. Aber ich vermute mal, dass es in dem Schutz hier noch weitergeht. Ah, jetzt nur einen. Okay, hier geht's tatsächlich nicht weiter. Schade. Nö, sieht nicht so aus. Wow, Riesenloch. Nichts drin. Haben wir das auch mal gesehen? Setzlinge. Ich weiß gar nicht, ob man hier in dieser Version Setzlinge überhaupt den Ofen tun kann. Die berechtigt ja echt so ein. Wieso war ich hier noch nie drin? Das Loch ist riesig, das können sie doch gar nicht übersehen. Also offenbar kann man ja schon, sonst hätte ich es ja nicht übersehen, aber.
Danke für nichts. Und dass das mit dem Sneaken auch immer funktioniert. Es wird langsam in der Nacht. Das Board. Das ist endlich. So. Wieder die Brücke gefunden, die uns aber nicht wirklich was bringt. Davon haben wir sehr viele in dieser Region. Ich möchte jetzt nur ungern sagen, irgendwie alle Höhlen sind nach dem Muster gestrickt. Vielversprechend fangen sie an, aber sie führen nicht wirklich weiter. Wie gesagt, die Dead Ends. Bisschen schade, aber. Wie sieht's denn sonst aus? So, normalerweise richtige Höhlen hast du nur in Karstgebieten. Und selbst da einen Eingang zuzufinden, ist sehr schwierig. Und andere Höhlen, wo du einen Eingang hast, ist im Normalfall nicht. Ist die sehr weit im Berg führen. Sind alles normal für künstliche Stollen, die normalerweise zur Erzgewinnung in den Berg betrieben wurden. Unter anderem wegen Kohle. Hier nehmen wir natürlich auch wieder mit. Ist doch ganz klar. Ich meine, es ist Kohle. So. Ist das richtig? Ja, das sieht richtig aus. Und wir müssen Erde loswerden und dieser Hügel hier wird mal richtig schön werden. Ich freue mich drauf. Wobei eher weniger. Na, gespannt, wie viele Kisten dann am Ende stehen werden. Und ich bin auch ein Stück weit gespannt, wie ich die Sachen, die unten dann rumliegen, einsammeln werde. Das wird dann auch noch.